Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise. Ihr da! Hebt das Gegengewicht an! Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre! Ach du Scheiße, und da geht's auch schon los hier! Wieder mächtig auf die Nase hier in Britannien. Und da vorne sind auch die ersten Feinde, die wir dezimieren müssen. Komm her! Yeah! Wollte ich mal testen. So. Schnell das Ding mal aktivieren und jetzt hier rüber. Ah, ich wollte einen eigentlich mal so ein Speer draufwerfen, aber ich habe gar keine mehr. Obwohl die Speere doch ganz nett sind. So, komm her. Schweinepriester. So, jetzt mal wieder eine Hinrichtung. Die dauern nur immer so ewig, ne? So. Yeah! Pam. Da fehlen jetzt ein paar Zähne, würde ich sagen. So. Hoch mit dem Gegengewicht! Dieser Turm gehört jetzt uns! Oh, da ist einer mit so einem Helm. Autsch! Fokuszuwachs mache ich mal gerade. Obwohl uns das wahrscheinlich in dieser Situation gar nicht so viel bringen wird. Boah, es sind viele. Oh. Erfahrung, komm. Heilige Scheiße. Oder vielleicht doch Leben? Ich würde sagen schon. Boah, der ist stark, der mit dem Helm, der ist richtig stark. Das ist ein tapferer Geselle. Jetzt ist er nicht mehr so tapfer. Deine Götter werden dich nicht. Und der wird auch nicht mehr so tapfer sein, wenn ich mit ihm fertig bin. So, jetzt ist Dickerchen noch dran hier. Er braucht noch mehr, bis er den Geist endlich aufgibt. Just in diesem Moment. Und nochmal, schön von oben rein, Centurio-Treffer-Style. Ach du Scheiße. Oh, das ist dann einer von den Stärkeren. Von dem muss ich aufpassen. So, jetzt bist erstmal du dran, damit ich neues Leben ergattern kann. Schön Gesicht zermatschen. Wow. So, jetzt bist du dran. Mein Lieber. Du hast mich angerotzt. Und das mag ich gar nicht. So. Ah, verklickt leider. Aber, ah, nochmal. Ich bin ein Depp, aber egal. Hauptsache umgehauen in Spartenheimer hier. Was machen die Bogenschützen? Die mache ich jetzt mal so fertig einfach. Komm. Zack. Blockiert diese Kette. Haltet ihn auf! So, ein paar Speere uns mal schnell schnappen. Wow, wie viele sind das denn jetzt schon wieder hier? Ah, jetzt hat er kein Schild mehr, der kleine Mann, ne? So, nochmal einen rein. So, den werden wir schon mal los. Boah, alter Schwede. Hier, was hältst du davon? Boah, der rastet aber richtig aus, der Typ. Den anderen habe ich mal aus dem Augenwinkel fertig gemacht. Boah, was soll ich tun? Ich muss irgendwie diese blöden... Ah, aber hier sind so viele Feinde. Komm schon. Hinrichten. Ganz dringend sogar. Ah, shit. Aber egal, ein bisschen Leben haben wir bekommen. Wow, wow. So, und der Nächste. Noch schnell die anderen Bogenschützen. Die müssen wir als erstes dezimieren. So. Zack. So, die Bogenschützen werden mal los. Und du frisst mein Speerchen. Und du auch hier. Oh. Junge. Boah,
Oh, ganz dringend neue Speere. Mir vergeht schon die Sprache gerade hier. Was ist hier nur los? Wow. Ich mach Purzelbäume. Noch und nöcher. So, gib mir irgendwie... Ich will Schild haben. Na, ja. Ergib dich oder sterb. Ich kann gerade nichts aufnehmen. Ihr seht wieso. Da sind einige Problemfälle gerade am Start. So, erstmal den jetzt plätten. So. Genau, gib mir mal den hier. Ich gerate gerade in die Bredouille. So, und jetzt aber. Jetzt machen wir Dickerchen den Chaos. Der Mann mit dem Helm. Mutter, der Mann mit dem Helm ist da. Ja, ja, mein Junge. Das weiß ich ja. Zack. Hui, 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 was da abging. Jetzt schnappen wir uns aber Speere. Die sind nämlich echt gut. Gegengewicht in Position. Los! Und es kann weitergehen. Achtung, Männer! Ein mutiger Mann durchlebt den Tod. Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen. Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Bereit! Und los! Vorwärts! Es geht auf in die Schlacht. Zerstöre den Katapultturm. Sammle deine Männer und nimm den Strand ein. Boah. Das erinnert eher sehr an Soldat. Boah, Wahnsinn. Landung am Strand. Das erinnert mich wirklich sehr an der Soldat James Ryan. Das geht richtig ins Mark. Wahnsinnig. Richtig heftig inszeniert. Und da sind auch schon die ersten Barbaren, die wir einen Kopf kürzer machen müssen. Hier, nimm das, du Schwein. Ich lass ihn gar nicht hinzukommen am besten. Und jetzt hier. Bam. Bam. Der Nackenaufspießer. Hier, und du bist auch dran. Okay. Aua. Da wollte ich mal ausweichen zwischendurch und dann passiert sowas. Die Britannier sind wirklich nicht zu verachten. Ah, habe ich mich leider verdrückt, aber jetzt kommen wir hier schön von der Seite rein und nochmal hier mit dem Schildchen drauf. Genau so muss es laufen. Und den Kollegen. Ach ja, komm, was soll es. Der Mann mit dem Helm wieder. Beziehungsweise einer von denen. Der rastet jetzt wieder aus. So, jetzt mache ich erstmal seinen Kollegen fertig. Ne, sollte ich gar nicht. Ich sollte den schnell eliminieren. Hinrichtung. Sicher ist sicher. Jeder muss mal gehen. Ich finde es gut, dass die jetzt ein bisschen abwechslungsreicher werden, die Gegner.
und ich mich immer noch verdrücke, aber es ist halt so wild. Ich mash mich schon hier irgendwie durch. So. Oh, wie viele sind das denn wieder hier am Strand? Na komm, dann probieren wir nochmal ein Double. So, die sehen besonders cool aus. Unsere Flotte wird zerstört. Wir müssen diesen Turm außer Gefecht setzen. Krass. Okay. Jetzt geht's richtig ab hier. Vorsicht, jede Menge Pfeile. Nimm die Barrikade ein. Formiert euch um mich. Okay. Erstmal warten gerade. Die feuern eh drauf. Okay, weiter geht's. Noch leben unsere Männer. Oh no. Die feuern intervallmäßig, das ist besonders clever. Ein paar müssen draufgehen, glaube ich. Ein paar müssen. Und Feuer! Und wieder in die Schilde. Und wieder los. Speere! Oh. Das hat ein paar Mann erwischt. Boah, da haben wir einige jetzt eliminiert. Anvisieren und Feuer! Komm, die restlichen machen wir so platt. Das wird ja wohl laufen. So. Sieg. Doch das war nur ein Teil der Schlacht offensichtlich. Da vorne stürmen weitere. Und um die Stadt steht's wahrlich nicht gut. Wir halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Kommt schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! So, die Bogenschützen sollen wir eliminieren. Und ich hatte gerade eine kleine Unterbrechung. Und bin jetzt aber wieder zurück. Hab so geschickt zusammengeschnitten, dass ihr es wahrscheinlich gar nicht bemerkt habt. Hab mir das Schild da vorne aber auch schon geholt und so. So, und jetzt müssen wir hier die Bogenschützen eliminieren. Das ist eine harte Nummer. Eine echt harte Nuss. Weil die es nicht wenige sind, ihr seht es ja schon. Und die unseren Römern, die da vorne tapfer kämpfen, einheizen. Ach, Mann. So, ich brauche mehr von denen. Ich glaube, hier erstmal oben stehen zu bleiben, ist schon geschickt. So, die Typen hinter den Fässern sind wahre Problemfälle. Weil die sehen es vor allem auf mich ab. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl. So, jetzt habe ich hier leider keine Speere mehr. Da muss ich mir mehr holen. Au! Mann! Okay, jetzt komm wieder raus. Jetzt bist du dran. So. Und jetzt runter. Mehr Schützen treffen ein. Ich hoffe nicht feindlich, aber es sieht doch schon so aus. Autsch. Hier kurz hinter. So, dann machen wir den Kurzwurf. Muss doch klappen hier. Mist, treffen wir nix. Shit. Die Moral der Römer sinkt. Oh, Salve abfeuern, schnell. Wahnsinn. Huiuiuiui. Haben wir auch gut auf die Mütze bekommen. Das war knapp. Zack. Oh Mann, und die Schlacht geht weiter. Und jetzt kann ich mich entscheiden, oder was?
Auf die Dächer. Deckungsfeuer für Marius. Bietet Unterstützung für den Nahkampf, hat aber den Nachteil, dass du den eigenen Pfeilen ausweichen musst. Und was ist das an die Front? Türme werden unterdrückt. Unterdrückt den Beschuss durch die gegnerischen Schützen. Aber keine Unterstützung für den Nahkampf. Ich glaube, das nehme ich besser an die Front. Bogenschützen nach vorn! Ich denke mal, das ist einfach sinnvoller. Ich bin eher im Nahkampf besser. Und nicht so der Ausweichkönig. Aber auf die Nase, da kriege ich's. Wir haben kein Leben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Meine Fresse, der hat mich überrascht. So, ich muss schnell killen. Damit ich Leben bekomme, oh, das war wichtig. Oh Mann. So. Puh. Boah, hat er gut geblockt gerade. Der gute Mann. Ah, Mist, habe ich mich verklickt wieder mal. Shit, passiert allerdings hier im alten Rom, dass man sich auch mal vertut. Boah, mein Gott. Das ist mega asozial, was du hier betreibst, mein Lieber. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ihr alle seid überhaupt eine Unverschämtheit. Wobei man ja sagen muss, wir fallen ja auch in ihr Land ein, ne? Die Römer tun immer so, hey, wir sind die Guten. Und die sind alle Barbaren, die haben keine Kultur, was ja auch nicht stimmt. Denn durchaus hatten Germanen, Kelten und Pipapo auch eine gewisse Kultur. Ich glaube, die ist einfach nur so nachhaltig abgeschwächt worden in unserer Geschichte durch die römische Propaganda. Weil wir halt auch eine Mixtur aus Römern und Germanen sind, also die Deutschen zumindest. Und im Römischen Reich haben ja auch viele Germanen gekämpft. So, jetzt aber. Eine perfekte Kette. Aber leider nur mit einer Rekrutenhinrichtung abgeschlossen. Was ist das mit dem Fokus? Das habe ich noch nicht ganz geratzt. Irgendwie. Der zeigt mir wahrscheinlich an, wo ich hingehen soll. Von rechts flankieren oder den Scorpio von der linken übernehmen. Ich würde sagen, wir stürmen. Wir gehen einfach mitten rein in die Suppe. Und da will noch einer was wissen. Boah. So, und jetzt werde ich hier die Metzel einmal probieren, ohne große Quicktime-Events abzuschließen. Weil mir die dann immer ein bisschen zu lange dauern. Ich finde das ganz cool wie bei Batman, dass man am Ende so ein cooles Quicktime-Event hat. So, den hätten wir so erledigt. Wobei es auch nicht wirklich schneller geht, muss man auch mal sagen. So, und die beiden werden gefährlich. Alter, die sind super schnell. Das ist eine gute Nummer. Komm, ich brauche gerade Leben, leider. Tut mir leid, du musst dran glauben. Komm, jetzt spürst du den Zorn. Roms, den Zorn von Marius. Na, nochmal gegengeschubst werden, oder was? Pam, war auch cool, oder? Auch mal so ohne Zeitlupe. Okay, schnell in Deckung rennen. Und auf zur nächsten Position. Hier raus. Die Fässer als Deckung nutzen. Und die Speere nehmen. Zack. Zack. Wow. Das hat gesessen.
Der hat's auf mich abgesehen, glaube ich. Bin ich gerade sein Liebling? Oh, kein Schnellwurf besser. Obwohl es doch manchmal klappt, aber die sind halt doch teilweise sehr ungenau. Vorwärts! Zur Mauer! So, schnell das Speer schnappen. Was war das denn, Saraza? Sehr geil. So macht man die ganzen Barbaren richtig gut platt. Lasst euch gesagt sein. So, müssen wir den halt so erledigen. Können wir uns aber mal ein paar Speerchen schnappen, hä? Sorry, weil du gerade hier bist. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wenn ich dich mal gerade hier in Slow Motion erledige. Was will der Römer denn hier, hm? Entdeck den Brückenmechanismus, wenn er sich an Kilo greift. Lass ihn nicht herüber. Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Nimm den vorderen Katapultturm ein. Ja, allerdings ist die Frage halt wie. Wahrscheinlich müssen wir jetzt echt wieder hier einen auf Werf das Speerchen in die Luft machen. Ah, ich verstehe, okay. Jetzt aber. Pam. Und schnell noch ein paar Speerchen schnappen, ab ins Gepäck damit. Die können uns mal. Wir sind drinne. Wir übernehmen diese Festung. Boah, wie viele Pfeile. Da kommen nicht viele an. Folgt mir. Los. Dein Vater war ein Mann des Volkes, Marius. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu dienen. Na, das freut mich. Eine weitere Schriftrolle. Kommt her. Die Treppe hoch. Los! Und weiter geht's. Wartet er da anständig, bis er auch sterben darf, oder was? Es ist auch gar nichts, taugt doch nicht immer unbedingt, glaube ich, hier den Slow-Motion-Angriff zu machen. Und so geht's halt auch schneller. Nur wenn man ein bisschen Leben braucht, kann man das mal eben machen oder so, ja. Aber ich glaube, wir kriegen eh so oder so genügend Erfahrungspunkte. Und apropos... Nehmt das Katapult ein und zieht damit auf den Turm. Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Wir halten die Bastarde auf. Verstanden? Aber vorher werden wir nochmal kurz hier reinschauen, beziehungsweise nicht hier rein, sondern in unsere Charakterdaten, in die Fähigkeitsverbesserung. Da können wir nämlich mal schauen. Und Gesundheit seht ihr hier. Zack. Und guck mal, da können wir auf jeden Fall was investieren. Die Grundfokus-Dinger nehme ich jetzt auch. Ich habe das jetzt mit dem Verbrauch verstanden. Das sollten wir auch mal alles nehmen hier. Zumindest halbwegs. So. Und hier brauchen wir noch ordentlich EP, bis wir das gehen können. Ich kaufe einfach mal so gut wie alles, was geht. Ach shit, da hätte ich vielleicht eher hier rein investieren sollen. Kapazität ist auch nicht schlecht. Das ist 6 Projektile, das ist ganz gut. Und der brennende Adler. Ach, Mist. Ja, da habe ich jetzt leider nicht mehr genügend Punkte für, aber die haben wir schnell zusammen. Also, das dürfte kein Problem sein in der nächsten Episode. Bis dahin. Und wieder haben wir eine große Schlacht geschlagen bei Let's Play Rise, Son of Rome. Und Marius Titus schlägt sich verdammt gut. Ich muss sagen, das ist natürlich repetitiv, doch sehr actionhaltig. Und ich glaube, ich werde in Zukunft ein wenig mehr einfach so ein bisschen mich da normal durchslashen, als jetzt jeden Kampf diese Zeitlupenaktion zu starten. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis dahin!